Die Welt muss handeln, und zwar sofort. Der Weltklimarat schlägt Alarm. Es brauche eine tiefgreifende, rasche und nachhaltige Verringerung der Treibhausgasemissionen. Um die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, müssten die Emissionen in 7 Jahren um die Hälfte gesenkt werden. Bundeskanzler Karl Nehammer meint, der technische Fortschritt wird die Lösungen gegen den Klimawandel bringen. Diese Meinung wird unterstützt von Institutionen, die von Unternehmen und Wirtschaftskammer finanziert werden. Zahlt die Wirtschaftskammer Lobbyisten, um beim Klimaschutz zu bremsen? Lisa Lindt und Martin Steiner berichten. Ein Bundeskanzler tritt an zur Rede zur Zukunft der Nation. Und Karl Nehammer hat an diesem Tag viel zu sagen. Fast 1,5 Stunden redet er, unter anderem auch über das. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Österreich ist das Autoland schlechthin. Sollte es jemals zum Gipfel kommen, wo die EU-Regierungschefs miteinander sprechen, auch ich werde mich dagegen aussprechen, den Verbrennungsmotor zu verbannen. Keine 2 Wochen später ist es soweit. Gipfel in Brüssel und ein Veto aus Österreich. Der Kanzler möchte lieber synthetische Kraftstoffe fördern. Klimaschutz braucht Innovation und Fortschritt. Und deswegen unterstützen wir hier die Positionen zum grünen Verbrenner und den E-Fuels. Klimaschutz durch Innovation? Wie kommt der Kanzler darauf? Er bezieht sich auf diesen Mann. Der US-Amerikaner Michael Schellenberger ist Autor des umstrittenen Bestsellers Apokalypse niemals und Teil einer Bewegung, die sich Ökomodernisten nennt. Eine Philosophie, die allein im technischen Fortschritt die Lösung für die Klimakrise sieht. Verbote seien wirtschaftsfeindlich und würden den Fortschritt nur bremsen. Gibt es diese Ökomodernisten auch in Österreich? Wir machen uns auf die Suche. Sind Sie eine Ökomodernistin? Ich glaube, ich bin eine technologieaffine Öko-Optimistin. Elisabeth Zehetner ist Geschäftsführerin des Vereins Ökolution. Auch sie glaubt an die Zukunft des Verbrenner-Pkw. Man müsste nur jetzt sofort in E-Fuels, also Benzin- und Diesel-Alternativen, investieren. Also die Experten, mit denen wir uns unterhalten haben, schätzen, dass das in 4-5 Jahren soweit ist und dass der Preis dann ungefähr bei 1,5 Euro pro Liter liegen wird. Ist das wirklich möglich? Nein, das ist völlig unmöglich und ist ausgeschlossen eigentlich. Die grundsätzlichen Technologien sind bekannt, man kann das machen, man kann E-Fuels produzieren. Es gibt bereits Demonstrationsanlagen, also es scheitert jetzt nicht an der grundsätzlichen Physik oder Chemie dahinter. Aber das zu skalieren so schnell, dass wir irgendwie bedeutende Mengen innerhalb der nächsten 10 Jahre haben, ist einfach nicht möglich. Johannes Schmidt forscht dazu schon seit Jahren. Direktes Stromtanken sei viel effizienter, sagt er. Deshalb sei sich die Wissenschaft auch einig, dass man vor allem die Stromversorgung in Europa ausbauen müsse. Okay, wenn wir es nicht schaffen, das effizienteste System sozusagen zu bauen, dann werden wir wahrscheinlich mehr an Wasserstoff, mehr an E-Fuels benötigen, um das auszugleichen. Ja? Diese Debatte gibt es durchaus und ich denke, da sollte man sich auch stellen und sich gut überlegen. Auch dann irgendwann, wo kann das dann herkommen, wie können wir das produzieren. Aber diese Verbrennermotor-Debatte ist eine komplette Nebelgranate. Das hat in der wissenschaftlichen Diskussion für den Pkw, die Individualmobilität, spielt das eigentlich keine Rolle. Wie kommt ein Verein, der sich dem Klimaschutz verschreibt, zu dieser Position? Liegt es an den Vereinsmitgliedern? Sie sagen, Sie sind ein unabhängiger Verein. Wie unabhängig kann man sein, wenn man 2 Mitglieder hat, die einen finanzieren, nämlich die Wirtschaftskammer und die Industriellen Vereinigung? Bei einem Verein ist es relativ einfach. Es gibt Statuten. In den Statuten ist die Zielausrichtung festgelegt. Bei uns heißt es, wir sind eine Initiative zur nachhaltigen Standortentwicklung und alles, was darauf einzahlt, entspricht dem Vereinszweck. Und im Vereinszweck ist keine Rede davon, dass wir für irgendjemanden Lobbying oder Ähnliches erbringen. Wie viele Vereine gibt es noch, die von der Wirtschaftskammer unterstützt werden? Das wollen wir wissen. Eine Antwort auf diese Frage bekommen wir aber nicht. Und ein bereits zugesagtes Interview wird kurzfristig abgesagt. Schriftlich lässt man uns wissen. Die Wirtschaftskammer und ihre Branchenvertretungen setzen sich auf allen Ebenen für die notwendigen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Energiewende ein.
Dabei werden selbstverständlich auch Initiativen und Plattformen unterstützt, die dazu einen sinnvollen Beitrag leisten. Das ist auch bei anderen Interessenvertretungen und NGOs eine übliche Praxis. Und so machen wir uns selbst auf die Suche. Da gibt es einmal die Wirtschaftskammer Österreich und die 9 Wirtschaftskammern der Länder. Jede besteht aus 7 Sparten mit vielen verschiedenen Fachverbänden und Innungen. Soweit, so bekannt. Daneben gibt es aber noch Unternehmen und Vereine, an denen die Kammer oder einzelne Fachverbände beteiligt sind. Wie viele genau, will man nicht sagen. Ich gehe von mehreren hundert aus, die entweder von der Kammer und vom Wirtschaftsbund gesteuert sind und auch von dort gegründet wurden oder wo eben eine Beteiligung über eine Mitgliedschaft besteht. Sabine Jungwirth ist Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft und in der Kammer in Opposition. Sie wirft den Verantwortlichen vor, Mitgliedsbeiträge der Unternehmen zu verwenden, um beim Klimaschutz zu bremsen. Also sie bremsen insofern, als dass sie durch Studien, die sie beauftragen, durch Pressearbeit, die sie machen, durch riesige Konferenzen, die sie organisieren, die öffentliche Meinung manipulieren. Und da ist mit einer einseitigen Ausrichtung. November 2022. Preisverleihung des Energy Globe World Award in Wien. Ex-Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl wendet sich an die jungen Menschen, die die fehlenden Fortschritte im Klimaschutz kritisieren. Please do not protest. Bitte protestiert nicht, beschädigt keine Bilder. Nehmt euch eine der 30.000 Empfehlungen aus der Klimakonferenz heraus und setzt sie in die Realität um. Das bringt viel mehr als jeder Protest. That brings much more than any protest. Yes, we can, but yes, we do. Das sehen aber nicht alle so. Ein ehemaliger Preisträger gibt seinen Preis zurück. Ich gebe es Ihnen zurück, weil ich sehr unzufrieden bin mit der Wirtschaftskammer. Ich fühle mich benutzt von der Wirtschaftskammer, dass die Wirtschaftskammer eigentlich greenwashed und dass es nicht zu nachhaltigen, radikalen, notwendigen Maßnahmen kommt, um den Klimawandel, der Klimakrise, wir sind schon lange in der Klimakrise, zu bekämpfen. Und das ist die Wohnhausanlage, für die er damals den Preis bekommen hat. 160 Wohnungen, ausgestattet mit einem emissionsfreien Heiz- und Kühlsystem und einem großen Gemeinschaftsgarten. Was regt den Architekten so auf? Es gibt ja ein Netzwerk, das eben suggeriert, dass hier Vereine, GmbHs sozusagen als Thinktanks oder was auch immer die Debatte befruchten, aber in Wirklichkeit beeinflussen sie sie im Interesse der Wirtschaftskammer oder allgemein eben von fossilen Interessen. Aber wer sind jetzt diese scheinbar unabhängigen Vereine, hinter denen dann doch die Wirtschaftskammer steht? Wir suchen und finden. Neben Ökolution zum Beispiel auch die E-Fuel Alliance Österreich und das Energieinstitut der Wirtschaft. Und dann gibt es dann noch das EWO, kurz für Energie, Wärme, Österreich. Oder die Österreichische Gesellschaft für Energiewissenschaften, ÖGEW. Diese beiden Institute gibt es schon länger. Sie hießen bis vor kurzem aber noch Institut für Wärme- und Öltechnik und Österreichische Gesellschaft für Erdölwissenschaften. Mittlerweile ist das Öl aus dem Namen verschwunden. Die Ausrichtung hat sich aber nicht verändert. So rät EWO privaten Haushalten nach wie vor zu Ölheizungen. Wie kann das sein? Dazu schreibt man uns: Verbote einzelner Technologien bringen uns genauso wenig weiter wie Förderungen für einen Energieträgerwechsel. Diese Mittel können in der Forschung viel besser verwendet werden, zum Beispiel in der Entwicklung von klimafreundlichen Brenn- und Kraftstoffen. Also auch beim Heizen. Innovation statt Verbote? Scheindiskussionen würden uns jedenfalls nicht weiterbringen. Denn dann fehle die Energie für die großen Fragen, meint der Experte. Die Debatte sollte sich nicht daran aufhängen, ob wir jetzt 2035 den Verbrenner verbieten oder die Ölheizung oder sonst was. Das entscheidenden Weichen, die wir heute stellen müssen, ist, dass die notwendige Infrastruktur, die wir benötigen, dann 2035, 2040 zur Verfügung steht. Wir haben das Ziel, klimaneutral in 2040 zu sein. Das heißt, es ist einfach
es ist völliger Wahnsinn, ein Gasnetz irgendwo noch auszubauen, sondern wir müssen uns jetzt überlegen, wo werden diese Dinge zurückgebaut und was kommt dort stattdessen hin? Welche öffentlichen Infrastrukturen benötigen wir, damit das nachher funktionieren kann? Diese Entscheidungen müssen jetzt fallen. Und zwar schnell. Unsere Jugend hat es bereits verstanden.